Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Unboxing, was ich ganz, ganz schnell machen muss, weil es ist die Degusta-Box Cold, die bei mir eingetroffen ist, die übrigens sehr schwer ist, von außen sehr kalt. Und die ganzen Produkte, die hier drin sind, gehören gleich schön in den Kühlschrank. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Genau, ich habe ja die Kooperation mit der Degusta-Box und bekomme die ja jeden Monat zugeschickt, kann auch eine verlosen und so weiter. Und dann hatten wir schon mal die Special Edition der Cold-Box letztes Jahr zusammen geöffnet, also wir hier, ne? Und jetzt kam tatsächlich eine neue Version der Cold-Box raus und auch die habe ich zugeschickt bekommen, um sie hier auf diesem Kanal zu zeigen. Die hat, ich meine, auch 17,99 € gekostet, genauso wie die letzte Ausgabe. Die nächste soll übrigens im Herbst erscheinen, also seid bereit und ich werde es auch in meinem YouTube-Video dann entsprechend auch nennen, gegebenenfalls auch in meiner Insta-Story teilen, also ne, stay tuned, abonnier diesen Kanal, folgt mir auf Instagram, sei dabei, aktiviere die Glocke und fühl dich frei. Oh mein Gott, das war eine ganz krasse Eigenwerbung. Egal, auf jeden Fall ist die Degusta-Box eine Foodbox, die ja monatlich erscheint, ne? Und da haben wir ganz normal die Produkte drin, die müssen ja nicht gekühlt werden. In der Degusta-Box Cold-Variante haben wir jedoch die Produkte drin, die alle gekühlt werden müssen. Und ich bin auch super gespannt, was wir jetzt diesen Monat, dieses Mal hier drin haben. Also ihr könnt es ja selber sehen, die Box ist noch zu. Ich weiß nicht, was drin ist. Ich merke nur, dass es hier wirklich kalt von außen ist. Hatten die letztes Mal nämlich auch so richtig schön mit diesen Akku-Packs gemacht und so. Sammy sitzt hier neben mir und ist auch ganz aufgeregt. Ich werde hiervon nicht wirklich was probieren. Da bin ich jetzt mal kurz, ne, als kleiner Infokram am Anfang, weil, ja, das sind meistens halt Produkte, die du wirklich noch zubereiten musst oder die wirklich ein komplettes Essen sind, ne? Und das wäre meiner Meinung nach Verschwendung, wenn ich die jetzt so aufreißen würde und ne, mir da einfach nur so ein bisschen was reinknallen würde. Macht für mich keinen Sinn. Bei der Tüte Chips kann ich das machen. Die hält sich auch ziemlich lange, wenn sie offen ist. Bei gekühlten Produkten ist es ein bisschen was anderes. So. Als erstes habe ich hier so einen Flyer mit dabei, dein italienisches Lieblingsgericht in nur 5 Minuten, sagt mir gar nichts, Rana irgendwas, Giovanni Rama Rana, genau, vielleicht haben wir davon was drin, mal gucken. Ist auf jeden Fall total praktisch, wenn man sowas als ja, Zwischengericht so hat, ne? Oder als schnelles Abendbrot, schnelles Mittagessen, wie auch immer. Die Box ist jetzt ausverkauft tatsächlich, ne? Aber du kannst in diesem Video was gewinnen. Zwar nicht diese Box, aber da dies ja ein Beauty-Kanal ist, wo hauptsächlich irgendwelche Schminkies zu finden sind oder Reviews zu Produkten, Aufgebraucht-Videos und so weiter, habe ich mir überlegt, dass ich auch in diesem Video eine Verlosung mache und zwar ein individuell zusammengestelltes Beauty-Paket. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Und hier haben wir den Flyer. Da steht auch schon direkt drauf, was alles so in dieser Box ist. Und ich glaube, ich kenne nichts davon. Also eine Marke, zwei Marken, drei Marken sagen mir was. Alle anderen scheinen wirklich für mich komplett, kenne ich nicht zu sein. Mal gucken. So, hier haben wir dann so eine Silberfoliengeschichte, weil das Ganze natürlich hier ja gut eingepackt und gekühlt ist. Und das ist richtig so eine Tasche. Das war es letztes Mal auch richtig cool. Also du hast die Seitenwände und dann hast du so eine, ne, die kannst du auch theoretisch weiterverwenden. Diese Tasche finde ich echt nice. So zum Einkaufen zum Beispiel. Mega. So. Dann entferne ich mal jetzt hier die Pappverpackung. Ansonsten hatte die Degusta-Box nämlich hauptsächlich irgendwelche Pappverpackungsgeschichten. Ich glaube, hier ist was ausgelaufen. Das sieht nämlich nicht so aus, als würde das so müssen, ne? Ach, schade. Ja, das kann natürlich passieren. Ich habe letztens noch gesagt, mir ist noch nie was ausgelaufen. Mist, Mist, Mist. Ja, so ist das manchmal mit Lebensmitteln. Wobei, hier ist kein Loch drin oder so. Hä? Ist denn der Kühlakku vielleicht nur ausgelaufen? Das wäre natürlich geil, ne? Wenn es nur der Kühlakku gewesen ist. Hier habe ich nämlich Mozzarella drin und das finde ich geil. Goldsteig Talero Mozzarella. Das ist hier, ne? Und das ist halt in der Flüssigkeit und da ist der Mozzarella-Käse drin. Kann man sich schön machen mit Tomaten und dann halt Tomate, ne? Tomate, Mozzarella. Ja, muss ich dann auch recht bald mal machen. Aber ne, ich glaube, das ist wirklich nur dieser Kühlpack hier. Ja, weil der schmilzt. Glück gehabt. Boah, ich hatte gerade schon ein bisschen Muffensausen. Sammy, willst du mal dran schnuppern?
Spiel mal mit dem Ding. Ja, ja. Denn hier ist nämlich so ein zweiter, der auch so nass ist, aber nee, ich glaube, das ist wirklich der Akkupack, der geplatzt ist. Gott sei Dank. Willst du nicht mitspielen, Sammy? Das hier ist von Mefgal, original griechischer Sahnejoghurt. Oh, lecker. Das finde ich auch super lecker. Das werde ich mir wahrscheinlich morgen zum Frühstück oder Abendbrot gönnen. Definitiv. Ja, der knallt auch schön rein, ne? 129 Kilokalorien pro 100 Gramm und du hast jetzt 200 Gramm drin. Geil. Okay, und das hier ist dieser Akkupack und der ist, ja, der tropft. Mhm. Okay, ja. Mhm. Mir wurde auch in der E-Mail geschrieben, dass ich schnell sein soll mit dem Auspacken, weil wenn diese Akkupacks halt auftauen, dann ist es blöd. Aber es ist halt gerade erst eingetroffen, ne? Hier haben wir von Giovanni Rama die Tagliolini mit Pilzen. Und zum selber kochen, okay, da hast du Pasta, Soße und Parmigiano Reggiano mit Petersilie. Okay, und das hast du in 5 Minuten fertig und es tropft. Tropf. Oh nein. Ich hoffe, dass es jetzt nicht irgendwie allzu sehr aufgeweicht ist. Aber das wird ja meistens in die Sachen dann ja nochmal irgendwie, ich habe ja doch eigentlich irgendwo ein Handtuch, ne? Ich glaube, das habe ich eben irgendwo in die Ecke gefeuert. Hier, genau. Dann kann ich das nämlich ein bisschen trocken machen. Also, wie gesagt, wenn es halt nur dieses Akkupack ist, ist es nicht schlimm, wenn das einfach nur ein bisschen ausgelaufen ist. Dann kannst du die Lebensmittel ja verwenden. Wobei, ich muss auch sagen, wenn mir jetzt ein Joghurt angeditscht wäre, den hätte ich jetzt eiskalt gegessen, ne? Auch wenn ich mir eben eine Pizza gegessen habe. Haben wir übrigens bestellt. Das machen wir aktuell sehr viel, eben weil du kannst ja nicht in die Restaurants reingehen, aber du kannst ja die Essen nach Hause holen und bei uns haben wir auch so eine Möglichkeit, dass die Betriebe, die Gastronomiebetriebe halt auch nach Hause liefern, die normalerweise keinen Lieferdienst haben. Das finde ich ziemlich cool, dann kommen teilweise die Kellner richtig, ne? Das sind dann die Lieferdienstfahrer jetzt bei uns hier und die bringen dann das Essen vorbei, so richtig mit, ne? Weißes Hemd und schwarze Fliege, mega geil. Natürlich auch Mundschutz und sowas, klar. Finde ich, ich feiere das. Also finde ich echt klasse. So, gut. Dann gehen wir jetzt mal weiter. In der Hoffnung, dass hier nicht noch mehr... Ah, hier ist noch was anderes nass. Nehme ich das erstmal raus, um das trocken machen zu können. Das ist hier. Dann ist aber nur, wie gesagt, oberflächlich überhaupt kein Problem. Ne? Da sind wir alle tiefenentspannt. Ich dachte erst, es wäre so ein Eis. Mist, aber das hätte ja keinen Sinn ergeben. Hier haben wir Rama zum Aufschlagen. Genau, ich dachte, das wäre so ein lang... Na. Egal. Ja, vollmundig cremiger Geschmack, 31% Fett, gelingt wie Schlagsahne, genauso viel Fett wie Schlagsahne. Okay. Ja, leicht aufzuschlagen, mit Linsen, eine Linsenproteinzubereitung ist das. Ach, ist das dann... Ja, pflanzlich steht drauf, Claudia. Das ist dann halt laktosefrei, oder? Das ist natürlich nett. Linsenprotein ist natürlich auch. Ja, ne? Man soll auch mal Kuchen essen, finde ich gut. Oder du machst hier... Oh, ja, Leute, ne? Das ist ja bis 5.8. haltbar. Und es kommt jetzt ja irgendwie demnächst auch mal die Erdbeerzeit, ne? Dann machst du dir schön Sahne-Erdbeeren. Oh. Okay. Hier habe ich etwas drin, was hier so drin ist. Und zwar von Emmy Café Latte El Salvador Edition Intense Arabica Coffee. Und das finde ich toll. Also ne, vor allem mein Freund wird das sehr feiern, weil er gerne diese kalten Kaffee-Dinger mag. Ne? Also ich denke, dass er die einfach mal... Ich stelle das in den Kühlschrank und ohne Witz, der wird das safe morgen früh trinken. Und mich dann mit dem Ding in der Hand, ne, wird er dann bei meinem Homeoffice-Schreibtisch vorbeilaufen und sagen, das schmeckt schon sehr lecker. Mhm, genau. Ich kann mir gut vorstellen, dass er von sich ganz alleine aus das schon nehmen wird. So, dann nehme ich jetzt hier das nächste. Also ich muss schon sagen, dass ich diese Coldbox richtig gut finde, ne? Also wir haben ja auch die Limited Edition, in Anführungsstrichen, den Adventskalender. Der erscheint ja auch jedes Jahr, der auch klasse ist. Aber dass die jetzt hier wirklich diese Coldbox herausgebracht haben, finde ich schon... Nice, also mir gefällt das richtig gut. Ja, Dr. Oetker, Love It, pflanzlicher Pudding, Bourbon-Vanille, oh, ist das nicht lecker? Das ist so ein großer Pott, ne? Was ist da drin? 400 Gramm? Ja, 400 Gramm. Sojafrei, von Natur aus laktosefrei und glutenfrei. Ja, ich versuche ja sowieso auf Laktose zu verzichten, also nicht zu verzichten, sondern ich versuche zum Beispiel von Kuhmilch auf Mandelmilch umzusteigen, weil ich nicht so gut
Milch so vertrage halt. Ne? Das ist, ja, kriege ich halt Ausschlag von und so. Und deswegen kommt mir das sehr gelegen, weil dann habe ich einen tollen Nachtisch für mich. Finde ich echt schön. Vegan ist ja auch noch, mit Mandel ist das. Ja, nett, ne? Den kannst du auch zusammen machen, wenn du ganz hardcore drauf bist. Mit Sahne. Ja. Nom, 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 nom. Okay, dann habe ich hier noch was, was eingepackt ist. Das hier ist Andros So Good So Veggie. Hä? Auch Vanille aus Kokosmilch. Ja, guck mal, da kann man jetzt verschiedene Joghurt-Varianten probieren. Das finde ich klasse. Dann kann ich nämlich auch für mich vergleichen, was ich lieber mag. Ich persönlich mag eigentlich, wenn ich mir so halt eine Milchalternative hole, da habe ich ja auch schon Kokosmilch, Mandelmilch, Sojamilch, Hafermilch, alle möglichen Milchsorten so probiert. Mandelmilch mochte ich bislang am liebsten, aber vielleicht mag ich bei Joghurt den, oder Pudding, den mit Kokos vielleicht lieber. Mal gucken. Ne? Kann ich mir auch gut vorstellen im Sommer. Wie lange ist es haltbar? Ja gut, 18.03., den muss ich jetzt schon recht zeitnah dann essen, weil heute ist der 3.03. Ja, das wird auf jeden Fall eine schmackhafte Zeit für mich werden. So, hier ist noch etwas, was ein bisschen nass ist, aber ich meine, dass hier auch die Produkte dann wirklich, ne, nochmal eingepackt sind innen drin. Ich hoffe es, ich guck mal eben rein, denn hier haben wir Grillkäse. Ja, das ist nochmal extra eingeschweißt. Das ist kein Problem, wenn dann nur die Verpackung nass ist. Ne? Grill- und Pfannenkäse mit Pfeffer. Oh, ich glaube, das werde ich morgen Abend einfach mal für uns machen. Wir haben jetzt sowieso für uns so ein bisschen diese... wie heißt denn dieser Käse nochmal? Auch so ein... haben wir jetzt auch für uns entdeckt. Es kommt auch in so einem Block und dann kannst du das schneiden, dann kannst du es anbraten. Der schmeckt auch sehr, sehr angenehm würzig. Mir fällt nicht ein, wie der heißt. Und das hier sieht auf jeden Fall sehr ähnlich dazu aus. Und dann mache ich das einfach in der Pfanne. Du kannst es auch auf dem Grill machen. Aber einen Grill will ich dafür jetzt nicht anschmeißen, ne? Dafür ist noch zu kalt. Wobei sich das wahrscheinlich auch länger hält. Zwei Scheiben sind hier drin. Ja, ideal, ne? Für zwei Personen kannst du es dann machen. Grillkäse. Wir haben ja auch so eine Grillpfanne, glaube ich, noch. Ja gut, 19.07., ne? Doch, da ist mein Geburtstag dazwischen. Da ist der Geburtstag von meinem Freund dazwischen. Das gönnen wir uns. Ja. Was ist das hier? Respekt, das schmeckt. Hähnchenfleisch aus Deutschland. Jackfruit von Hand geerntet. Nachhaltiger Anbau. Wenig Fett, Ballaststoffquelle. Hähnchen-Jackfruit-Frikadellen. Okay, ich bin jetzt eigentlich kein Fan von Frikadellen, muss ich gestehen. Aber das will ich ausprobieren. Also von so Fertig-Frikadellen, ne? Also wenn mein Freund die macht, und der macht die echt gut, so schön fluffig und nom, richtig geil. Aber wenn... Nein, diese kennt ihr das noch von Klassenfahrten? Irgendwer hatte immer Frikadellen dabei. Und der ganze Bus hat es gerochen, wenn derjenige dann die Tupperbox aufgemacht hat. Denn das riechst du direkt, weil man die dann ja auch so schön kalt gegessen hat. Oh, fand ich nie geil. Okay, ja, aber das werde ich dann warm machen. Warm vor allem, ja, und dann probieren. Kannst in der Pfanne machen. Bei mittlerer Hitze und etwas Öl 5 Minuten anbraten, zwischendurch wenden. Ja, ne? Kannst du wahrscheinlich auch in Kombination mit dem Grillkäse verwenden oder mit nicht in Kombination mit den Nudeln, das schmeckt nicht. Okay, hier haben wir jetzt noch was. Und das sind Würstchen, und zwar von Grillido, Mini-Grillis, Hähnchen. Weniger Fett, mehr Geschmack, Spinat und Hirtenkäse. Sowas finde ich ja auch geil, ne? Das finde ich ja echt geil. Und sowas kannst du notfalls auch in der Pfanne machen. Wobei wir tatsächlich, sobald wir den Grill einmal angeschmissen haben, wird er wahrscheinlich auch bei uns gut verwendet werden. Und da kann ich mir auch gut vorstellen, dass mein Freund das feiern wird. Also ich bin eigentlich nicht so der Grillwürstchen-Fan. Mag ich eigentlich nicht gerne. Wobei ich Würstchen aus der Pfanne tatsächlich esse. Das ist ein bisschen weird. Aber mit Spinat und Hirtenkäse kann ich mir das echt nochmal vorstellen. Ne? Muss ich ausprobieren. Mal gucken. Finde ich echt cool, was hier drin ist. Das ist so, ne? Es ist spektakulär. Hier sagt mir natürlich die Marke was, aber das, was hier drin ist, das habe ich noch nie gehabt und mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Und Leute, ich habe eben eine ganze Pizza gegessen. 4-mal frisch aus dem Kühlschrank genießen, Oreo Fresh Milk Snack. Boah, das sieht so verboten gut aus. Und das sieht so aus, als wäre da richtig viel Kaloriengedönsen drin. Egal. Frische Milchcreme mit einzigartigem Oreo-Vanille-Aroma. Knusprige Oreo vor allem läuft. Ich sag ja, Beauty-Kanal, Leute, tut mir leid. Knusprige Oreo
Oreo, Kekstückchen, knackiger Kakaoüberzug und luftiger Kakaokuchen. Also das macht einen wirklich schon ziemlich an, tatsächlich, ne? Und das ist auch neu. Und das ist halt auch etwas, was ich an der Degusta-Box immer sehr, sehr schätze. Die haben halt in den Boxen generell, also auch in den normalen Monatsboxen, Produkte drin, die würdest du im Laden so gar nicht wahrnehmen. Also ich würde die nicht wahrnehmen. Wenn ich dann aber die Box nach Hause geschickt bekomme, denke ich mir jedes Mal, moah, schlimm. Und das ist so geil. Okay, einen haben wir hier noch drin und dann war es das leider schon. Le Cremeux Président, mild, dünne Rinde und cremiges Herz. Sowas ist auch voll was für mich. Das ist ja so ein schöner Camembert. Und sowas esse ich liebend gerne mit Marmelade. So geil. Also ich mag dieses Herzhafte. Und dann in Kombination mit was Süßem, da geht mir das Herz auf, ne? Riechst du natürlich jetzt leider nichts durch. Aber sowas finde ich schon geil. Richtig, richtig geil. Und das war jetzt tatsächlich auch leider, leider schon die Box, obwohl die halt echt gut gefüllt war, ne? Da wollen wir uns gar nicht beschweren, weil wie gesagt, 17,99 € bezahlt man dafür. Easy, wirklich easy. Und ja, hier haben wir dann den Blick in die leere Box, ne? Da haben wir dann die zwei Kühlakkus, die dann jetzt ja dementsprechend etwas das Ganze nass gemacht haben. Boah, wenn ich meinen Kopf so reinhalte, ne? Das ist voll kalt. Voll krass. Okay, wie gesagt, also dieses Innenleben kann ich super weiterverwenden. Kommt bei mir einfach ins Auto. Das andere haben wir, glaube ich, bei meinem Freund im Auto stehen. Ja, dass wenn man dann mal einkaufen fährt, dass man auf jeden Fall so eine Kühlbox mit dabei hat. Ich fand die Degusta-Box Cold ziemlich nice. Also ich fand die cool. Was ein schlechter Wortwitz. Und ich bedanke mich wirklich von Herzen bei der Degusta-Box, dass ihr mir die Möglichkeit gibt, das hier auf diesem Kanal zu zeigen, weil das ist echt schon eine Sache, die kann man sich anschauen, Leute. Kann ich euch ans Herz legen. Haltet im Herbst, spätestens im Herbst, die Augen offen. Dann wird nochmal eine weitere Ausgabe herauskommen, denn die kommt sehr gut bei uns an. Definitiv, ne? Ist halt euch auch echt eine coole Nummer, finde ich. Ihr Lieben, denkt an die Verlosung und ja, ne? Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!